Ja, hallo und herzlich willkommen beim Tourhunter zum neuen Schraubervideo. Und heute geht es mal um das und das. Wie ihr seht, ist hier hinten bei dem Conti Rotatec 3 nicht mehr so viel Gummi drauf. Und die kommen heute neu. Und es wurde schon oft gewünscht, Räder aus und Einbau. Und das sehen wir heute. So, als erstes, was brauchen wir? Wir brauchen ein ordentlich angebrachtes Mikrofon. Dann einmal ein Heck. Das ist ein Konstanz. So, erst einmal, wie packt man die Maschine auf? Also, hier am Dings halten, gerade ziehen. Ansetzen, so dass es richtig fest ist, und dann einmal mit Schmackes runterdrücken. 1, 2, 3. So. Punkt der Nummer 1. Nummer 2. Hier ein Rotobald Frontheber für unteren Lenkkopf. Da brauchen wir noch was. Der Frontfender nicht zerkratzt. Produkte, aber das Werkzeug, was ich benutze, unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das angucken. Also den setzt ihr hier so an. Lenker gerade und einfach hochdrücken. So. Das war schon das ganze Spiel. Ich fange immer an, hinten Ausbau, vorne Einbau, hinten wieder Einbau. So. Eigentlich soll man die Schrauben lösen, wenn es unten steht. Es geht aber auch, wenn es oben ist. Dann Drehmomentschlüssel. Eine Knarre, irgendein Dings, irgendein Bums. Ja, aber erstmal, ich glaube, das war hier. 17er war es nicht. Das war ein 19er oder ein 22er. Ist aber ein Bordwerkzeug drin, zur Not. 19. 22. Also 22er Mausschlüssel. Und hier ist eine 27er Nuss habe ich aus dem Obi. Dann, ich habe hier einen Dauersplint drin. Der muss aus. Also, was wird gleich passieren? Uns werden gleich ein paar Teile entgegenfliegen. Die Schraube muss weg. Dann müssen die beiden Kettendinger weg. Dann muss der Träger weg. Hier ist eine Distanzhülse. Da ist eine Distanzhülse. Und zwischen Kettenrad und Achse oder zwischen Kettenrad, Träger und Rad ist noch eine Dings, noch eine Distanzhülse, und die müssen wir auch in der richtigen Reihenfolge ein und aus und wieder einbauen, also merken, wo es war. So, ja, so, der Dauersplint hier muss raus, zack, was man normalerweise auch macht, man zieht Handschuhe dazu an. Dann, es hat sich als gut erwiesen, dass man hier so ein Kantholz unterlegt, damit der Reifen nicht zu tief geht und damit man dann daher einen Reifen, vor allem beim Einbau, nicht zu hoch halten muss. So. So ist lose. Ansetzen. Und aufdrehen. Hier braucht man nur gegenhalten. So, war schon das ganze Spiel. So, jetzt kommt hier die Mutter. Dann kommt die Unterlegscheibe. Zack, zack. Zack. So, dann die Mutter ein Stück rausmachen. Unter die Achse ein Stück durchkloppen. Dann nimmt man die Kettenspanne raus. Ja, komm. So, dass die Achse drin hängen bleibt. Kettenspanne raus. Anderen Kettenspanner raus, Rad ein Stück nach vorne drücken. Jetzt könnt ihr nämlich dies hier machen. Kette abnehmen. Normalerweise zieht man Handschuhe an, ich habe noch keine gefunden. Dann als nächstes. Jetzt zieht man die Achse raus. Und da wird dann gleich hier
der Dings entgegenfallen und hier diese Tanzhülse. Das machen wir jetzt mal. Also Beine drunter, Rad festhalten, Achse raus, Rad nach unten weg und den Halter von der Bremszange nehmen und dann das Rad raus. Der Halter von der Bremszange ist nur hier ein bisschen drauf fixiert. Ja. Ist die eine Distanzhülse, was ich sagte, rausgefallen. Die andere ist hier drin. So. Dann müssen wir das Rad mal irgendwie so hinlegen, dass es nicht auf die Bremsscheibe liegt. Und jetzt muss man mit Kraft den Kettenradträger rausziehen. Also der ist richtig fest da drin. So. Die Ruckdämpfer wieder drauf. Ja, die kann man sich gleich mal angucken, wie die aussehen und alles. So. Und dann kann man direkt mal die Radlager prüfen. Oh, schön gefettet. So, ja. Und hier ist auch noch eine Distanzhülse drin. Und die muss man aufpassen, dass man die hat. Also man hat drei Distanzhülsen. Diese da und die zwischen Kettenradträger und Rad. So. Damit wir jetzt wissen, wie das Ganze war, stecken wir das hier alles wieder zusammen. So. Muss hinterher nicht verlieren. So. That's it. Das war der Hinterradausbau. Ist einfacher als es aussieht. Oder sieht einfacher aus als es ist. Den machen wir so. Was man dann direkt mal machen kann, ist die Bremse inspizieren. Die Kolben, den Kolben inspizieren, wie der aussieht. Die Kette mal ein bisschen angucken. Gleich vielleicht mal noch einstellen. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen bei dem ABS-Sensor. Vorsichtige Leute schrauben den ab. Leute, die wissen, wie es geht, lassen dran. So, das war's schon. Hier liegt's Rad. Können wir hinstellen? Geht das Ganze vorne weiter. So. Vorne muss ich bei mir erstmal den Achsschoner lösen. Ich brauche noch was. Werde gleich sehen, zu was das gut ist. Hätte man auch lösen können, wo es noch unten auf dem Boden stand. Ist aber nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir hier das passende Werkzeug finden. Ich glaube, das ist eine 12er. Nee, hier eine 12er ist eine 10er. Jetzt hoffen wir mal, dass wir das passende Werkzeug dabei haben. Ja, 10er. Das sind übrigens GSG-Achssturzpads. So, rausstecken. So, dann Rad wieder gerade. Vorne müssen wir die Bremszange lösen. Diese Achsklemmung hier. Und dann die Achse da an sich. So, bauen wir als erstes die Bremszange ab. Die Schrauben sind echt nicht fest. Den ABS-Dinger hier kann man dran lassen. Wenn man weiß, was man macht. Schräubchen Nummer 1. Schräubchen Nummer 2. So. Jetzt, zu was brauche ich die? Die brauche ich, um dass die Bremszange nicht an den Leitungen hängt. Weil das ist nicht so gut. So, und dann kann man die einfach schön nach hinten wegziehen. Einmal hier rein. So. Ganz normale Spanngurte. Expander. Manche machen damit das Gepäck fest. Sollte man nicht tun.
So. Und so. Schräubchen raus. Hinstellen. Hinstellen. Zange lösen. Zange aufhängen. Wie gesagt, damit die nicht an die Bremsleitungen hängen. So, dann als nächstes Achsklemmung lösen. Dazu habe ich mir einmal ein Werkzeug versorgt. Das ist, ich glaube, das ist eine 6er Nuss oder eine 5er. Hier ist eine 6er von Gedore. Das ist ein maßhaltiges Werkzeug. Das habe ich mir mal besorgt, damit das Ganze was einfacher wird. Das ist alles nicht doll. So, das war's schon. Achsklemmung lösen. Und jetzt noch die Achse lösen. Und dazu brauchen wir einen 14er. Eine 14er Nuss. Da habe ich hier so ein schönes Adapterteil. Von 3 Achtel auf 1 halb, von 1 halb auf. Hast du nicht gesehen? So. Oh, nee, reicht nicht. Brauche ich einen großen Drehmomentschlüssel. Weil das sind 108 Newton. Da ist schon ein bisschen. Da ist ein bisschen Wumms dahinter. So, das ist ein 3 Achtel Antrieb oder 1 halb. Ich brauche jetzt einen Adapter. Von 1,5 auf 3 Achtel. So, Drehmomentschlüssel ist entspannt. So. Und jetzt schraub, schraub, schraub. Schraub, schraub, schraub. Vorne sind auch Distanzbuchsen drin. Also da ist eine. Und da ist eine. Und die solltet ihr auch wieder richtig rum einbauen. Also immer so hinlegen, wie sie rausgekommen sind. So, schön gefettet hier. Ja, wobei, könnte man ein bisschen Fett wieder ran. Ja, das machen wir nachher beim Einbau. So, die Achse ist schon locker. Die kann man jetzt rausziehen. Rad festhalten. Achse, und jetzt hat man schon das Rad in der Hand. So, Achse wieder reinstecken, damit die nicht im Dreck liegen bleibt. Das Tandfuchse rausnehmen. Wieder aufstecken. Andere Distanzbuchse rausnehmen. So. That's it. Kann man direkt mal die Radlager prüfen. Die noch schön laufen. Oh, jo, die laufen richtig schön. Die noch richtig schön ohne Widerstand laufen. Sehr schön. So. Ja. Das war der Ausbau. Was man jetzt noch wieder machen kann, das mache ich meistens, damit die nicht so motivationslos hier in der Gegend rumhängen. So, so rum. Ich habe schon gewundert, warum das gerade so nicht war. So. Einfach die Schrauben wieder rein. Das war der Ausbau. Der Ausbau geht eigentlich immer relativ leicht und relativ schnell. Dann seht ihr gleich mit frisch gummierter italienischer Ware. Einbau. So, Lenker wieder gerade. Also man kann auf dem Montageträger auch den Lenker einschlagen. Hände waschen. Oder Handschuhe anziehen, wenn ich mal ein paar gefunden hätte. Und dann sehen wir uns gleich zum Einbau wieder. Gummi drauf. Rally Angel GT2, Meinung dazu gibt's irgendwann andermal. So, jetzt machen wir es mal eins. Ich habe mir nämlich Fett besorgt. Weil, wo kein Fett ist, kommt irgendwo, wo Fett ist, kommt nichts anderes hin. Und wie sagt der Motorenzimmer mal, wer gut fett, wer gut schmiert, der gut fährt. Also fetten wir erstmal die Achse ein. Dahin, hierhin. Das ist ganz normales Welslagerfett. So. Damit das Rad alles schön läuft. Bisschen einfetten. Aber nicht abstreichen, sondern nur ein bisschen verteilen.
So. Dann einmal die Achse hier hinlegen, damit die nicht in den Dreck fällt. So, dann einmal das Rad so rein mit dem ABS-Sensor nach, ja, jetzt hier nach rechts, Fahrtrichtung links. Lager rein. Lager. Distanzbuchse rein. Ja, was haben wir vergessen? Aufmerksame Zuschauer werden es gemerkt haben. Bremszettel müssen wieder weg. So. Was man damit machen kann, wenn man zum Beispiel gerade dabei ist, ist die Bremsbeläge mal ausbauen und die Kolben sauber machen. Das habe ich aber schon gemacht. Das ist in einem anderen Video hier oben verlinkt. Da habe ich schon mal die ganzen Kolben gereinigt, deshalb sind die auch gerade alle so glänzend und sauber. Aber es ist normalerweise voll dreckig. So, jetzt. Auf geht's, Gefummel. So. Die Achse kommt so rum rein. Jetzt Rad hochhalten. Und dass die Distanzbuchsen drin sind. Jetzt könnte man immer mal noch so eine Hand mehr gebrauchen. So, ist drinne. Drüben passt auch die Distanzbuchse, dann ein bisschen ausrichten. Ah, es ist immer gefummelt. Ja, da kommt die Achse schon durch. Ach, das ist immer gefummelt. So. Hier auch, dass die hier richtig drinnen sitzt. So. Jetzt kann man hier, ich kann mal kurz ein bisschen drehen. Hier sehen, dass die Achse schon durchguckt. Ja, wenn ich hier dran drehe, sieht man die. Ich hoffe, man sieht es richtig. Ich kann mal leuchten. So, hier. Da muss die Achse reingucken. Das war das ganze Spiel. Handschuh wieder anziehen. Ja, das ist jetzt viel drehen. Drehen, 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 drehen. Ich habe da so ein Werkzeug zu. Wie gesagt, aufpassen, dass die Distanzbuchsen rechts und links in der richtigen Reihenfolge drin sind. Dass der ABS-Kranz links ist. Aber alles noch nicht so richtig festdrehen, sondern ein bisschen loser alles lassen. Sage ich euch gleich warum. Also schon gut handfest machen. So. Dann Lenker wieder gerade drehen. Bremszangen wieder drauf. Passen normalerweise relativ gut hier. Zack, drauf. Erstmal alles nur ranfixieren. Das Kabel kann man nochmal hier wieder schön reinklemmen. Vom ABS-Sensor. Alles fest, das ist auch alles fest. Ah, hier das gleiche Spiel. Das ist vorne mit das einzige Gefummel. Na, kommt der Vorführeffekt. Oh.
So, jetzt. Oh, der Bremsbelag unten leicht ausgefahren. Nach hinten kann er nicht weg. Hier unten ist er auch drinne. Fest ist alles. Und wir probieren es ja gleich eh aus, bevor wir richtig losfahren. So, ja. Mit Drehmoment angezogen wird gleich alles. So, ja, vorne ist wieder drinne. Richtig rum auch. ABS-Sensor, Abstand. ABS-Sensor, Abstand. Ich hoffe, man sieht es. Hier, das muss genau so sein. Hier muss ein bisschen Spalt sein, damit wir später keine Fehler im ABS-System haben. So, jetzt kommt hinten das gleiche Spiel. Fett, Tuch und so weiter. Aber erstmal was Schönes anderes. Ah, ich habe noch was vergessen. Na egal. So. Jetzt muss, also hier ist ein Lager drin, das muss auch drin bleiben, das läuft auch schön. Das Radlager läuft. Auch noch sehr schön. So, jetzt muss dieser Kettenradträger hier drauf. Man kann es auch so machen, dass man die so rum hier reinlegt, also mit den Nöppeln nach oben. Und das muss richtig, richtig, richtig feste rein. So, jetzt so ansetzen. Zack. Der muss richtig, richtig doll drauf. Jetzt geht es nämlich später nicht rein. Je mehr man hier gewinnt, umso leichter hat man es dann beim Einbau. Ja, da guckt aber nichts raus. Das ist sehr gut. So, jetzt. Achse raus, merken, wo die Dings sind, die Kette ablegen. Hier kann man noch ein Dings oder so drunter legen, in Lappen, damit man die Schwinge nicht kaputt macht, damit man die Schwinge nicht dreckig macht. So, jetzt Achse raus, Lager links, Lager rechts. Fett drauf, aber nicht aufs Gewinde, nur auf die Achse. Alles, was zu viel ist, drückt's weg. So, dann wieder ein bisschen verteilen. Ja, damit es schön eingefettet ist. Dann steckt man die Achse durch, so dass sie leicht drin hängt. Oh, sieht auch noch gut aus. So, dann kommt das da rein, das hier rein, das hier drauf. Und jetzt geht gleich das Gefummel los. Die Achse nochmal raus. So, Bremsscheibe einfummeln. Rad gerade reinstellen. Ja, das sieht aber schon gut aus. So, dann gucken, dass sich das hier nicht verfängt. Dann hier alles festmachen. Und jetzt Achse reinschieben. Achse reinschieben. Und Achse bündig reinschieben. So, das war der erste Streich. Jetzt gucken, dass hier, das Ding nicht rausfällt. Aber jetzt, ist irgendwas schief hier. So, zack. Je öfter man es macht, umso leichter wird's. Dann den Kettenspanner wieder ran. Nee. Kettenspanner nicht ran, Kettenspanner auch nicht ran, Achse ein Stück wieder rausziehen, so dass die Kettenspanner
gucken. Rad ganz nach vorne. Kette auflegen. Lappen raus. Kette auflegen. So, Kette ist drauf. Markierung von den Kettenspanner nach oben drehen. Reinschieben. Kettenspanner drauf. Rad ein Stück nach hinten ziehen. Unterlegscheibe und Schraube drauf. So, und je einfacher, je mehr ihr das reinschiebt, umso mehr habt ihr Spiel hier drin und umso mehr habt ihr Platz und umso einfacher wird's. So, ja, jetzt alles pro forma festziehen. Hab ich irgendwas vergessen? Liegt noch irgendwas da? Nein. Ich halte hier drüben die Achse gegen, damit die sich nicht mitdreht. So, jetzt wird es schon fester. Hier ist die Distanzbuchse drin. Hier ist die Distanzbuchse drin. So. Drehen, drehen, drehen. So, es ist alles drin. Das Rad läuft auch schön hier. Seht ihr? Läuft schön frei. Eiert nicht. Reifen ist auch richtig rum drinne. So wird Wasser abgeleitet. Aber auf dem Reifen ist auch kein Rotation-Sign drauf. Da habe ich schon gesucht. Und dann wird noch Reifen bemalt. So, ja, wie gesagt, da ist kein Rotation drauf. Ja, wie gesagt, läuft sehr schön. Läuft auch sehr schön. Also, es muss schon ein paar Umdrehungen machen, damit es frei läuft. Wenn es nicht frei läuft, habt ihr irgendwas falsch eingebaut. So, Deckel vom Fett zu, damit man nicht drauf tritt und das Fett irgendwo hier in seiner Garage oder sonst wo verteilt. Dings weg. Das weg, das weg. Das brauchen wir vorne noch. Weil jetzt ist schon runterlassen angesagt. Weil festziehen macht man auf dem Boden. So. Reifen ist drin, Reifen ist fest, Bremse ist fest. Also Bremse ist noch nicht fest, ziehe ich aber gleich fest. Ja. Aber Achse ist drin, Achse ist hinten drin, also kann man runterlassen. Ja, ich halte immer so ein bisschen am Lenker oder so fest oder am Schild. Dann jetzt einmal runterlassen. Zack. Und fertig. Die Schräubchen, die gerade runtergefallen sind, sind von dem Sturzpad da, von GSG. So, jetzt hinten das gleiche. Mal wieder runterlassen. Na, Seitenständer ist raus. Gang rein, den haben wir nämlich vorhin rausgemacht. Gang rein ist einfach, damit es nicht wegrollt, wenn ich es runterlasse. So, runterlassen, greife ich hier dran an oder irgendwo am Motorrad. Das muss ich mal noch richtig festmachen. Habe ich mal eine Schraube verloren. Und jetzt einfach nach hinten wegziehen. Also so runterlassen, so dass es auf dem Dings steht. Hier halten und dann gucken, dass der Seitenständer ausgeklappt ist und auf den Seitenständer stellen. So. Jetzt ziehen wir erst hinten fest. Ihr werdet gleich sehen, warum. Warum ich jetzt das hinten festziehe. Hinten haben wir 108 Newtonmeter. Also Drehmomentschlüssel. Das ist ein Rote Wald von Luis. Ich verlinke mal das ganze Werkzeug in der Videobeschreibung. So, das sind 100.
Das sind 108, hier sind 110, das sind 108. So. Richtig rum. Jetzt 22er Schlüssel gegenhalten. Ich kann ja mal gucken, wo das Loch steht. Das Loch steht ziemlich weit oben. Sehr schön. Drehmoment Schlüssel fixieren. So, das war's schon. Jetzt müssen wir ein Stück vor oder ein Stück zurück, damit es mit dem Loch vom Splint passt. Aber nicht zu doll, sonst macht man Drehmoment Schlüssel kaputt. Und jetzt muss der Splint mit dem Dings maßhaltig sein. Dann drücken wir den Dauersplint wieder rein. So, dann sind wir hinten fertig. Jetzt hier vorne das gleiche. Aber jetzt kommt ein was dazu. Und zwar, bevor ihr das Ganze richtig festzieht, damit es nicht verspannt eingebaut wird, wird jetzt eins gemacht. Als erstes die Dinger hier abnehmen, damit sie mich nicht gleich stören. Man federt, also ich ziehe jetzt die Bremszangen fest mit Drehmoment. Das gucke ich gleich nach. Sage ich euch auch gleich. Danach lasse ich die Achse los und die Achsklemmung los und feder zwei, dreimal ein. Pump vorher die Bremse einmal durch, hinten auch Bremse durchpumpen, damit er nicht beim ersten Mal vorne ins Leere greift. Dann feder ich zwei, dreimal ein, damit sich das Ganze nicht verspannt einbaut. So. Jetzt Drehmomentschlüssel holen. Das ist der richtige. Oh, jetzt nachgucken. Bremse, Halteschrauben der vorderen Bremsschraube, Halteschrauben der vorderen Bremssattel. 25 Newtonmeter. Also, Proxon MC60. Oh, habe ich einen Drehmomentschlüssel gar nicht entspannt. Das ist aber nicht gut. Den soll man normalerweise entspannen. So, 20. Ungefähr, das sind glaube ich 25 die Skala hier. So, fertig, fertig. 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 So. Die ist noch locker, die ist auch noch locker. Und jetzt kommt das schöne Spiel. Bremse durchpumpen. So, bremsen. Seitenständer weg und einfedern. Zwei, dreimal. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt kann man das hier vorne festziehen. Als erstes die Achse und dann die Klemmschraube. Für die Achse brauche ich das und das. Achse hat 108, also 108 wie hinten. Jetzt dürfte es sein oder noch einmal. Jetzt. So. 108 Newtonmeter die Achse, 25 Newtonmeter die Bremssattelschrauben und die Klemmschraube für die Achse hat Vorderachsklemmschraube 20. Jetzt hier 20 Newton drauf. Zack, zack, zack. Zack und zack. 20, hier. Mit dem Finger ein bisschen gegenhalten. So. Zack, fertig. So. Hinten nochmal Bremse durchpumpen. Na? Erstmal Test vorne ins Leere greifen, Werkzeug wegrollen und dann eine kurze
Testfahrt machen. Ich baue jetzt noch die Dings hier fest. Mal festziehen. So, jetzt alle Drehmomentschlüssel wieder entspannen. Weil die finden das nicht so gut. Werkzeug weg. Werkzeug weg. Drehmomentschlüssel wieder entspannen. Und dann nochmal eine Testfahrt machen. So, 12er ist falsch. Das war ein 10er. Das hält so. So. Werkzeug wieder wegpacken. Es lampen alles ausgehen. So. Wie gesagt, ich mache nochmal eine Probefahrt. Leerlauf rein, kann man, muss man nicht. Ausgegangen. Beim ersten Mal fahren, auf 8 Reifen ist rutschig. So. That's it. Ich danke fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt was in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Und dann bin ich raus. Ciao.